der Kleine sagt. Shorty gonna be a dog, die Zeiten sind hart. Hey, hör mal, was der Kleine sagt. Shorty gonna be a dog, die Zeiten sind hart. Was willst du werden? Drogendealer? Willst, dass Honis kommen? Dann sei dir sicher, dass irgendwann die Bullen kommen. Sollen sie doch kommen? Du scheißt auf ihre Uniform. Deine Eltern wollen, dass du auf die Uni kommst. Okay, ich bin jetzt in der Rap-Szene. Ich bin bekannt. Das ist schön, mein Hobby zum Beruf gemacht zu haben. Aber natürlich, man hat auch private Bedürfnisse, die nichts fernab von Musik sind und so. Die nichts damit zu tun haben. Und da wünscht man sich auch natürlich Verbesserungen. Ob es Familie ist, ein geregeltes Einkommen ist. Ich meine jetzt, Rap ist für mich kein geregeltes Einkommen. Das ist jetzt Musik machen und irgendwo auch darauf hoffen, dass es gut bei den Leuten ankommt. Und darauf kann man auch irgendwo keine Zukunft aufbauen, sage ich dir ganz ehrlich. Jetzt, das Rap ist gut, man verdient damit ein bisschen Knete, aber das, sowas ist nicht auf Langzeitbasis. Ich kann jetzt nicht sagen, jeden Rapper sein Ende nimmt wie Sido oder Bushido und die leben damit für in alle Ewigkeit mit ihrer Familie. Und ich hoffe, die leben auch weiterhin gut mit ihrer Familie und so damit und wünsche denen auch alles Beste. Aber das ist nicht bei jedem Rapper der Fall. Ganz ehrlich, Rappen macht dick Spaß, ne? Hat mir schon immer Spaß gemacht. Ich habe Rapmusik gehört, da war Vinyl und so. Ich habe schon krass verkauft an Black Eyed Peas, damals kannte die keiner. Die haben normalen Rap gemacht. Ehrlich. Und damals war ich ein kleiner Junge. Und heute sehe ich die Rap-Szene so, die wollen nicht Rapper sein. Die wollen nicht das Feeling haben als Rapper oder so. Die wollen einfach nur Fame haben. Oder? Und könnte ich meinen Fame verschenken? Bitte schön, du kannst ihn haben. Ich bin wieder weg, der Verbrecher mit Zahnlücke. Ich möchte Baba rappen. Der coole Typ sein, wie ich schon als kleiner Junge gewesen bin. Immer der gleiche bleiben. Fertig aus. Ich möchte mich kein bisschen ändern, für kein Geld der Welt. Auf Türkisch sagt man, Allah utandırmasın. Weißt du, Gott soll mich nicht für irgendeine Sache, die ich in meinem Leben gemacht habe, mich dazu bringen, dass ich mich dafür schäme. Ich möchte mich nicht für irgendwas machen, dass ich irgendwas machen dafür, dass ich mich späterhin schäme. Weißt du, ich meine, und das muss ein Rap genauso machen. Egal was ich sage, ich meine es ernst. Manche Sachen klingen vielleicht hart, manche klingen vielleicht assi, manche klingen auch wiederum ernst und manche klingen wiederum interessant und du denkst darüber nach. Aber das bin ich nun mal. Es schmeichelt einem, weißt du, wie ich meine? Aber dann denkst du dir so, ich bin auch nur ein Mensch. Ich bin genauso viel wert wie er. Ich bin nicht mehr wert wie er, weil ich jetzt irgendwie Rapmusik mache. Es ist schön, dass du mich feierst. Ich danke dir von ganzem Herzen. Aber du sollst eins wissen, wir sind gleich. Ich bin wieder weg, der Verbrecher mit Zahnlücke. Warum ich die Zukunft negativ sehe, ist der Grund. Alleine, Beispiel, reden wir jetzt in Probleme von diesem Land jetzt. Beispiel, ich merke, alle Grundschulen machen zu, mehrere Grundschulen. Mehrere Horte, mehrere Kindergärten. Und wenn man sich mal logisch überlegt, Kinder werden älter und werden in dieser Welt arbeiten und was weitergeben. Und wenn man denen nichts Gutes weitergibt und einen guten Weg ebnet, wie soll das denn dann gehen? Was für eine Zukunft soll man denn dann haben? Dann hat das keine Zukunft. Weil Kinder sind die Zukunft und noch nichts anderes. Wir werden alt, wir sterben, Kinder kommen, aber wenn du denen Scheiße mitgibst, dann kann es doch nur Scheiße werden. Ich bin wieder weg, der Verbrecher mit Zahnlücke. Ich versuche denen eine Freude zu machen. Im Beispiel, so, wenn ich von einem 20 Kappen kriege, denke ich mir so, auf 2 Monate verteilt, so tag, da ein bisschen einen verteilen, den eine geben, dann sagt er das dem, ey Bruder, weißt du, hat mir Mütze gegeben und so. Denen eine kleine Freude geben, weißt du? Ich bin jetzt auch nicht der Rockefeller, aber das, was man hat und wenn man die Möglichkeit hat, sollte man nutzen, sogar einem kleinen Jungen eine Freude zu machen oder einem 15-Jährigen eine Freude zu machen, ohne dass er dir sagt, Beispiel, weißt du, gibst du mir ein T-Shirt, obwohl er es dir gerne sagen würde, aber er schämt sich und ich komme von alleine und gebe ihm das. Sag ich so, hier, das wird dir gut stehen. Ich bin wieder weg, der Verbrecher mit Zahnlücke. Ja, und ich hab's so gemacht, ohne Fremdschämen, sag ich dir ganz ehrlich. Ohne Fremdschämen. Ich hab mich in die Scheiße gebabbelt.
Ich habe sogar gebabbelt, das, was ich immer noch babble, nur auf Autotune. Im Endeffekt ist es mein Debütalbum, also es muss ja irgendwas hinterlassen. Und ich habe versucht, das Beste, und ich denke mal, es hat funktioniert so. Ich will jetzt keine Sterne auf meine Brust kleben oder ich will jetzt nicht den Sheriff spielen hier, aber es ist keine schlechte Musik, Bruder. Ja, jetzt beim letzten Mal beim Mixtape war ein bisschen Zeitdruck, dies im Spiel, und wir haben einfach gemacht, da habe ich mir Beats angehört und da bin ich auch auf musikalischen Film gekommen, so mit Singen, Summen, irgendwelche Sachen einfach ausprobieren, und am Ende ist einfach was draus geworden, was Gutes in meinen Augen. Also ich muss kein Lied wegskippen auf meinem Album in meinen Augen. Das ist Altendorf, mach mir nicht auf Brooklyn Bronx. Mach die Augen auf, was bringt dir Ghetto und Beton? Was du siehst, Ruhrgebiet, Industrie, Kinder ohne Ziel, Pusher oder Dieb, was ist daran real? Kannst du das mir sagen? Bitte Abi, was war nochmal die Frage?